Fernsehkunde, der Podcast rund um Kult-Fernsehsendungen mit Bastian, Daniel und Markus. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fernsehkunde und die Runde besteht natürlich wie immer aus Markus, aus Bastian und aus mir, Daniel. Hallo an euch. Hallo, grüß dich. Aloha from Hawaii. Es ist Sommer, draußen herrschen hawaiianische Temperaturen. Wir sitzen hier mit Schnauzbart und Hawaii-Hemden und mit Bier aus der verbotenen Stadt und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet der Kerl da? Dann werden wir für Aufklärung noch sorgen. Und ansonsten wisst ihr wahrscheinlich längst, worum es geht. Und dann kann ich nur sagen, ich weiß genau, was ihr jetzt denkt und ihr habt recht. Diese Sendung steht heute auf dem Lehrplan. Magnum, darüber sprechen wir heute. Klar, roter Ferrari, Hawaii-Hemden, grimmiger Verwalter im Nacken. Das sind so Dinge, die uns gleich in den Sinn kommen, wenn wir an Magnum denken. Aber es wird auch heute, da bin ich mir sicher, es wird um Skandale gehen. Es ist wieder so eine Serie, die auch an der einen oder anderen Stelle für Diskussionen gesorgt hat. Gerade hier bei uns, aber dazu später mehr. Fangen wir mal vorne an. Wie habt ihr Magnum kennengelernt? Wie habt ihr Magnum im Fernsehen verfolgt? War das schon ein Thema bei euch oder denkt ihr bei Magnum nur an Eis am Stiel? Markus. Also Magnum persönlich, so die Serie habe ich relativ, was heißt relativ, also wie alt war ich da, 13, 14, als eine Wiederholung auf Super RTL tatsächlich lief, jeden Samstag. Da mehrere Folgen geguckt jede Woche, ich fand die Serie damals richtig toll, hab dann aber ziemlich rasch gemerkt, dass er mich eigentlich seit meiner Kindheit, späte 80er, frühe 90er Jahre begleitet hat, weil wenn ich mich so zurückerinnere, es haben sehr viele Männer, sowohl in meiner Familie als auch in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, diesen Look gehabt, das Hawaii-Hemd und der klassische Tom Selleck-Schnauzer. Also Magnum hat da, obwohl ich es gar nicht so wusste, noch schon einen Einfluss auf meine Kindheit gehabt, einfach indem er meine Umgebung beeinflusst hat. Das sind ja auch einfach diese 80er-Jahre-Krimiserien, waren ja auch Stilikonen, ne? Also ja. Miami Vice ist ja auch aus der Zeit, das hat ja auch ganz stark die Mode beeinflusst. Gerade Tom Selleck mit diesem unverkennbaren Look und diesem großen Charme, mit dem er diese Figur dann belebt hat, so sympathisch gemacht hat, der hat einfach Eindruck hinterlassen. Das kann ich sehr gut verstehen, warum jeder so sein wollte wie er damals. Aber es ist ja auch sehr lustig, wenn ihr sagt 80er-Jahre-Serie. Auch hier wieder, wir hatten es, glaube ich, beim A-Team auch nochmal erwähnt. Es ist ja ein Unterschied herauszufinden, wie diese Serie in den USA präsentiert worden ist und wie sie in Deutschland gezeigt worden ist. Denn also ich habe sie vornehmlich in den 90ern nochmal wahrgenommen, weil sie da quasi eine Wiederaufführung hatte, und zwar bei RTL, beim Privatfernsehen, wo sie ja eigentlich nicht ursprünglich gestartet ist, nämlich in den 80ern zuerst bei der ARD. Aber was hat RTL gemacht? RTL hat gesagt, wir zeigen euch jetzt mal den echten Magnum, nämlich ganz umgeschnitten mit all diesen Szenen, vor allen Dingen, die auf den Vietnamkrieg Bezug nehmen. Das hat nämlich die ARD in ihrer Fassung in den 80er Jahren ganz geschickt immer versucht, drauf rauszuschneiden und hat auch einzelne Folgen nicht gezeigt. Genau. Ja, das stimmt. Die haben da in dem Sinne die Serie sehr, sehr stark zensiert, kann man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz hat es gereicht, dass er in den 80ern auch schon Eindruck hinterlassen hat. Und ich habe sogar jetzt bei der Recherche zu dieser Folge ein paar Quellen entdeckt, die noch Leute entdeckt, die sagen, sie bevorzugen tatsächlich die ARD-Fassung, trotz aller Schnitte und Zensur. Ich glaube, restlos alle bevorzugen nicht nur die ARD-Fassung, sondern sie bevorzugen ja auch Magnum, generell den alten Magnum. Es gibt ja gerade einen neuen Magnum. Das ist das erste Mal, dass wir eine Fernsehkunde-Sendung jetzt quasi machen, wenn das jetzt jemand lesen würde, Magnum. Und der ist total jung, der denkt jetzt, oh, jetzt reden die mal über eine aktuelle Serie, was wir aber am Ende erst tun werden, sondern es geht bei uns, glaube ich, am Anfang jetzt erstmal nur um wirklich diesen Tom Selleck Magnum. Also. Genau, und über diese neue Serie und gerade auch das, was bei der alten Serie dann hier in Deutschland passiert ist, das wird sicherlich ja ein wichtiges Thema sein, auf das wir gleich noch eingehen. Ich kann nur sagen, das Intro war für mich dann in den, eigentlich, wann waren das? So in den 2000er Jahren oder wann hatte man denn Handys mit Klingeltönen? Also ganz, ganz lange war das Magnum-Intro mein Klingelton in den Zeiten, als man sich noch nicht geschämt hat für ein
lauten Handy-Klingelton, weil mir diese Musik so gut gefallen hat. Naja, also ich merke, ihr seid schon wieder richtig gut mit Infos auch vollgepackt. Dann würde ich sagen, dann gehen wir auch direkt in unsere erste Rubrik, vertiefen das Ganze noch ein wenig und dann drücke ich hier mal auf den Jingle-Knopf. Runde 1. Basiswissen zur Sendung. Also Magnum, ich leg vor, ihr legt nach, was die Informationen angeht und ja, vielleicht ein paar Worte, wie ist das Ganze entstanden. Der Name Glenn A. Larson, der ist bestimmt bekannt bei dem einen oder anderen Serienfan. Es ist einer der erfolgreichsten Serienentwickler ja, aller Zeiten, kann man fast schon sagen. Er entwickelte ja 2 Jahre später Knight Rider, war aber auch, bevor es zu Magnum kam, schon sehr erfolgreicher Serienschöpfer mit Serien, die wirklich auch Kultstatus erlangt haben. Ein Sheriff in New York, vielleicht in Deutschland nicht ganz so bekannt, in den 70er Jahren, dann Quincy mit dem wunderbaren Jack Klugman, Kampfstern Galactica, unter anderem mit Dirk Benedict, haben wir ja hier im Rahmen des A-Team den Guten schon besprochen, 1978 bis 80. Und da hat er eben auch mit einem anderen sehr erfolgreichen Serienschöpfer zusammengearbeitet schon, nämlich Donald Belisario. Und der ist auch ein sehr erfolgreicher Serienschöpfer bis heute. Der hat damals Sachen gemacht wie Zurück in die Vergangenheit, Airwolf, aber heute auch noch Navy CRS. Also da sind wirklich zwei unglaublich prominente Leute aufeinander getroffen. Man kann auch sagen, bei dem Belisarios war es ja auch so, dass sein Background auch so ist, also in seinen ganzen Serien, ich nenne jetzt auch mal Zurück in die Vergangenheit als Beispiel, weil ich die nämlich auch so richtig großartig finde als Serie. Es gibt immer in jeder Belisario-Serie einen militärischen Bezug, also nach dem Motto, es geht immer um Navy und Army und solche Verbrechen und Navy CRS, das ist ja auch diese große Franchise, kann man sagen, wo ja noch weitere Serien bis heute produziert werden und dass eben auch Thomas Magnum eben diese ja, Vietnam-Vergangenheit und so weiter dann auch aufgedröhnt bekommt, das war gar nicht so am Anfang halt eben der Plan gewesen, aber dadurch eben, dass Belisarius zu dieser Serie mit hinzugekommen ist, bekam er also quasi eine Biografie mit Hintergrund Vietnam und so weiter. Ja, nicht nur Thomas Magnum selber, es ist ja auch, wenn man jetzt seine Familiengeschichte anschaut, die in der Serie ja ein paar Mal erwähnt wird, sein Vater hat ja im Koreakrieg gedient, ist da auch gefallen und hat ihm diese berühmte Uhr hinterlassen, die er noch trägt. Was mir zu den beiden einfällt, gerade mit Larson ist es interessant, die waren ja eigentlich bei einem ganz anderen Sender beheimatet als bei dem, der Magnum dann gemacht hat, nämlich bei ABC. Und die hätten sich Magnum auch holen können, wenn sie nicht so blöd gewesen wären und 1980 dann eben Kampfstern Galactica und die andere Larson-Serie The Hardy Boys, Nancy Drew Mysteries, abgesetzt hätten. Das war gegen Larsons Willen unter ganz, ganz großem Protest und quasi so als Revanche ist er dann mit dem Magnum-Konzept zu CBS gegangen und die haben angebissen und einen Piloten produzieren lassen. Ganz genau, bei CBS war es auch so, dass die mit Hawaii 5.0 ja zumindest mit der Location schon vertraut waren in der Vergangenheit und gerne auch wieder was haben wollten, was da an dem Ort spielt und so kam es dann da zu der Zusammenarbeit, ne? Ja, es war ja auch produktionstechnisch für die praktisch, weil Hawaii 5.0 ja gerade gestoppt wurde, auch 1980. Und dann war die Frage, was passiert mit den Kulissen und mit dem Magnum, der dann das gleiche Setting zumindest hat auf Hawaii, konnte man die einfach wiederverwerten, hat dann viele Innenräume, die man sieht in der Serie, die sind eigentlich umdekorierte Hawaii 5.0 Kulissen. Es war, soweit ich weiß, war sogar geplant, dass man einen Crossrover versuchte irgendwo hinzukriegen, also zumindest so, dass Jack Lord mal auftritt bei Magnum. Das hat man aber nie geschafft. Also es gab 2 große Crossover-Events, über die wir sicher noch sprechen werden, aber mit Hawaii 5.0 hat es leider nicht sein sollen. Ich hätte noch die Information, dass zu diesem Zeitpunkt auch, bevor es eben losgeht mit der Magnum-Produktion, eben CBS diesen Exklusivvertrag mit Tom Selleck auch gemacht hatte, also für den suchte man da auf alle Fälle eine Serie und das ist im Ursprungskonzept aber noch so ein bisschen, sagen wir mal, James Bond-lastiger wohl zuging. Also da ist ja auch noch vieles von mit übernommen worden nach dem Motto, wir sehen schöne Strände, wir sehen schöne Frauen und wir sehen tolle Autos, aber Tom Selleck natürlich dann selber auch ein bisschen Wert drauf gelegen hat, also ich bin kein James-Bond-Typ, ich bin eher so ein Joey Norma-
Normalo-Typ und so weiter und will deswegen auch da so ein bisschen als Normalo auch ein bisschen rüberkommen und nicht eben wie ein Mensch, der auch mal, wollte einfach mal jemanden zeigen, der auch Gefühle zeigen kann, emotional sein kann und vielleicht auch mal sich vertun kann und so weiter. Und das wurde ihm dann quasi auch von Belisarius und Larsen dann auch nochmal quasi auf den Leim geschrieben. Sonst werden wir jetzt einen amerikanischen James Bond sehen. Ja, du sagst ein bisschen Wert drauf gelegt. Er hat ja, soweit ich weiß, sogar ein Ultimatum gesetzt, dass er gesagt hat, ihr schreibt diese Figur so um, wie ich es vorschlage, wie ich es haben möchte, wie ich es spielen möchte, oder ihr sucht euch einen anderen. Und sie waren aber von Selecs Art und seinem Schauspiel so überzeugt, dass sie drauf eingegangen sind. Und man kann heute sagen, Gott sei Dank sind sie drauf eingegangen, weil diese ganzen Elemente mit der Figur Magnum, eben dass er kein geleckter Superagent ist, kein James Bond, dem immer alles gelingt, sondern ein ganz normaler Typ, der auch Schwächen hat, der so seine kleinen Ticks hat, dem auch mal furchtbar Peinliches passiert. Das macht ihn auch so sympathisch und so, jetzt fällt mir nur das englische Wort ein, dieses, wie man sagt, relatable, also man kann Bezug auf ihn nehmen. Aber man kann auch sagen, dass wir trotzdem ja dann einen Bezug haben zum britischen Geheimdienst MI5 und so weiter, weil ja durchaus diese Figur des Higgins für mich immer den Anschein hatte, als ob er auch quasi früher mal 007 war und jetzt ein bisschen eher eine ruhigere Kugel schieben möchte, weil er doch, wir in der Laufe der Serie merken, eben auch immer wieder über verschiedene Fähigkeiten da verfügt, die man ihnen gar nicht auch zutraut, genau. Ja, und aus heutiger Sicht ist natürlich vieles etabliert und bekannt, aber die Stilmittel sind schon anders, als man jetzt das auch in so einem klassisch erzählten Spy-Movie dann hat, ne? Also auch, dass hier die Figur des Magnum ja auch immer als ein Erzähler aus dem Off zum Beispiel eingesetzt wird, was ja sehr charakteristisch für die Serie ist. Oder auch, ich glaube, das hatten wir auch in den letzten Folgen schon mal hier und da, wird hier aber besonders gerne eingesetzt, das Durchbrechen der vierten Wand. Ja, und das machen sie ja in einem Extremform. Ich meine, das macht diese Serie auch so wunderbar locker und frech, dass man sehr leicht einsteigen kann. Das ist auch immer, auch wenn es ein paar Folgen gibt mit schwererer Thematik, da hast du ja vorher schon die Kriegsthematik angesprochen ein bisschen, es immer so was Leichtes hat, dass man schön mitgucken kann. Und Brechen der vierte Wand, ich würde sagen, gerade das Serienfinale, das ja, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, eigentlich damit endet, dass Magnum guckt, also die Kamera zoomt raus, er sitzt da, schaut sich das, was man gerade noch als TV-Bild, also als normales Bild gesehen hat, sieht man jetzt als TV-Bild und dann schaltet er seine eigene Serie ab, dreht sich um und meint so, gute Nacht. Da hat man ja die vierte Wand weggefegt. Das hat man eigentlich die, also jede Distanz, die man da zum Zuschauer hätte, das ist eine Serie, ist da, also jede, ich muss es anders formulieren, jede Immersion ist da eigentlich verloren gegangen. Man hat ja da den Zuschauer direkt drauf hingestoßen. Schaut mal her, das ist alles Serie, das ist alles Spaß. Ja, es ist fast schon so ein bisschen künstlerisch irgendwie so, ne? Und man hat ja auch gerne diese Symbolik irgendwie eingesetzt, also dieser Siegelring, ne, der ja dann auch da immer eine Rolle spielt. Ja, da auch, was mir einfällt dazu ist auch diese, seine berühmten Blicke in die Kamera, dieser charmante Tom Selleck-Blick, den irgendwie auch nur er hinbekommt. Und auch was du schon erwähnt hast, diesen Voice-Over, du hast ja auch das Intro so schön gemacht mit dieses, ja, ich weiß, was sie jetzt denken, aber diesmal liegen sie falsch und so in die Richtung. Man hat ja den Zuschauer da immer ein bisschen eingebunden und ihm aber gleichzeitig somit vermittelt, nehmt es nicht zu ernst, habt einfach Spaß. Ich habe aber auch gemerkt, diese Bezüge, wie gesagt, man will sich ein bisschen abheben von James Bond, will sich mehr auch auf die amerikanische Kultur so ein bisschen konzentrieren. Also wenn man ihn so sieht, wie er halt eben über seine Fälle auch spricht mit den Zuschauern, es erinnerte mich also stark so an so auch Kriminalromane aus den USA, so aus den 30er, 40er Jahren, die sogenannten Hardboiled Detectives. Romane wie zum Beispiel Matesa Falke und dann hast du natürlich sowas als Vorlage für spätere Filme wie eben auch die in so einem Film Noir Bereich auch so ein bisschen gehen, also wo halt eben auch der Detektiv eigentlich so ist, den Leser anspricht und darauf Hinweise gibt und das finden wir alles dann auch nochmal in Magnum wieder und lustigerweise taucht dann aber später in der Serie auch noch dieser typische ja Film Noir Detective, dieser ranzige, fette Detektiv dann trotzdem nochmal auf, genau, um das dann auch nochmal zu klassifizieren, weil der spricht dann auf einmal auch aus den auf zu den Zuschauern und das ist einfach nur sehr, sehr unterhaltsam zu sehen, wie man eben diese alten, auch amerikanischen Genres, wie gesagt, da auch nochmal aufgegriffen hat. Ja, es ist irgendwo eine ehrenvolle Würdigung und gleichzeitig so ein bisschen Überspitzen der Klischees.
Was wir jetzt, glaube ich, erwähnen müssen, da sind wir jetzt ein bisschen rumgetänzelt, aber die Art und Weise, wie Tom Selleck zu der Magnum-Rolle gekommen ist, denn, oder letztlich gekommen ist in der Serie, denn da ist ja etwas passiert, wo man rückblickend sagen kann, wenn es ein bisschen anders gekommen wäre, dann würde man Tom Selleck heute wahrscheinlich mit einer anderen Figur verbinden, nämlich mit Indiana Jones. Er war ja tatsächlich erste Wahl von Spielberg und George Lucas für Indiana Jones, war aber zu pflichtbewusst gegenüber Universal Studios und dem Produzenten von Magnum, weil sie hatten zu dem Zeitpunkt schon den Piloten gedreht. Er war aber noch nicht verkauft. Es war noch nicht ganz sicher, dass die Serie startet. Das war so, ich glaube, März 1979, 80, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher in dem Jahr. Auf jeden Fall war es so, Magnum, Tom Selleck musste sich entscheiden, mache ich Magnum oder mache ich Indiana Jones, denn er kam aus dem Magnum-Vertrag nicht mehr so raus. Ich hatte das nochmal so gelesen, dass tatsächlich im März 1980 die Magnum-Produktion weiterlaufen sollte und dann aber klar war, dass er Indiana Jones im Prinzip nicht annehmen kann, weil er da eben schon gebunden ist und dann aber das doppelte Pech im Endeffekt hatte, dass sich die Dreharbeiten nämlich nochmal verschoben haben bis Dezember 1980 aufgrund eines Streiks der Schauspielergesellschaft, sodass er wahrscheinlich die Zeit sogar hätte nutzen können, aber das eben vorher nicht klar war. Ja, er hat ja sogar im Dezember 1980, also kurz bevor es mit Magnum dann endlich losging, der Streik beigelegt war, nochmal Spielberg und Lucas getroffen und dann hat sich ein Gespräch ergeben, ja, ach ja, Indiana Jones haben wir ja längst abgedreht, ist alles schon unter Dach und Fach. Und das hat ihn dann schon sehr geärgert, weil er sich gedacht hat, verdammt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja doch Indiana Jones spielen können, wäre ich längst fertig gewesen, um dann Magnum zu machen. Das Lustige ist, er hat aber in der Zeit, weil er immer dran geglaubt hat, es könnte jederzeit losgehen, hat er Hawaii nicht verlassen und sich da durchgeschlagen als ein, ja, Housekeeper für eine wohlhabendere ältere Dame, die da ihren Anwesen gehabt hat. Also er hat den Garten gepflegt, das Anwesen gepflegt, was ich dann sehr witzig fand, weil so ein bisschen ist ja das auch die Aufgabe, für die er ursprünglich von dem berühmten Autor Robin Masterson dann in der Serie angestellt wurde. Pass mal bitte auf mein Hawaii-Anwesen auf, check mal die Sicherheit. Ja. Lasst uns gleich nochmal ein bisschen weitersprechen über die Figuren, über Magnum, über Tom Selleck. Vielleicht, um einmal den Bogen zu schließen, wie ist es der Serie ergangen? Also insgesamt ist sie auf 8 Staffeln und stattliche 162 Episoden gekommen. Ab Staffel 7 hat Tom Selleck auch mitproduziert. Das ist ja auch so ein Phänomen, was wir jetzt schon öfter gesehen haben. Klar, die werden natürlich als Hauptdarsteller dann auch, wenn eine Serie erfolgreich ist, unabdinglich und können dann auch gewisse Erwartungen natürlich an die Produzenten stellen. Und zu diesem Zeitpunkt war es dann aber auch so, dass es einen neuen Sendeplatz gab. Auch das haben wir immer mal wieder gemerkt schon. Das kann dann auch bei einer sehr erfolgreichen Serie natürlich Schwierigkeiten bringen. In dem Fall ist man vom Donnerstag, wo man lange war, auf den Mittwoch gegangen. Und das war aber so ein bisschen eine, ja, fast schon Todeszone, denn da ist man gegen die Cosby-Show auf NBC angetreten und das hat den Einschaltquoten wohl nicht ganz so gut getan. Ich könnte auf jeden Fall nochmal sagen, dass man ja generell, glaube ich, auch vorhatte, die Serie irgendwie zu Ende zu bringen, weil es war wohl am Ende von Staffel 7 schon so, das Ende der Serie war anscheinend beschlossene Sache und Magnum sollte am Ende sterben. Aber es wurde dann, ja, irgendwie ist dann doch noch gestorben. Er ist auch dann gestorben, okay, sieht man im Bild. Aber dann ist es wieder wie bei Dallas, dieser Trick, alles nur geträumt. Und auf einmal ist Magnum dann doch nicht gestorben, sondern man durfte dann ihn quasi nochmal in ein paar Folgen, allerdings in einer relativ kurzen 8. Staffel nochmal sehen, die dann quasi so ein, sagen wir mal, auch Happy End in Anführungszeichen für ihn dann auch bereithielt. Ja, es war, man wollte halt die Serie, weil eben weil es mit der Konkurrenz zur Cosby-Show mit den Quoten etwas runterging, dachte man ja, dann machen wir ein schönes Finale, ein tragisches Finale und Magnum stirbt tatsächlich, ist dann quasi noch so bei seiner eigenen Beerdigung als Geist, kein anderer kann ihn sehen und die letzte Einstellung ist ja tatsächlich, dass er ins Jenseits, also in so ein Himmelreich, so ein Himmelsbild reinläuft. Und da gab's aber dann einen riesen Aufschrei vom amerikanischen Publikum, die konnten das einfach nicht hinnehmen, dass man ihren Helden, ihren Magnum gekillt hat. Deswegen fängt die
achte Staffel dann so an, dass Magnum aus dem Koma erwacht und als erstes Ding, oh Gott, hab ich was Blödes geträumt, ich wäre gestorben, ins Jenseits gegangen. Und so konnte man die Figur dann wieder zurückholen. Ist natürlich, wie du gesagt hast, eine leichte Varianz von diesem billigen, war alles nur ein Traumtrick, aber war wohl das, was man auf die Schnelle, das Beste, was man auf die Schnelle hinbekommen hat. Ja, und jetzt haben wir schon ganz viel über ihn auch gesprochen und das wollen wir jetzt auch nochmal machen, denn Star der Sendung, das ist ja ganz klar, das ist Tom Selleck. Runde 2. Die Hauptdarsteller. Ja, Tom Selleck hatte schon in durchaus sehr bekannten Produktionen mitgespielt, hatte aber meist kleine Rollen, also da sowas bei wie Die Straßen von San Francisco, Drei Engel für Charlie, Detektiv Rockford, sind ja alles bekannte Sachen, auch Schlacht um Midway als Film. Aber der große Durchbruch, der kam dann erst mit Magnum. Und ihr habt eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Rolle ja wohl möglich vorher schon so ein bisschen James Bond-like angelegt war. Ich finde es interessant, nachdem sich das geändert hat, was die New York Times durchaus ja ein sehr, ja, was auch Fernsehkritik angeht, sehr wichtiges Medium auch, was die so geschrieben haben. Die haben nämlich gesagt, Magnum, ja, das wäre so ein weiterer Burt Reynolds Lookalike, der sich ja bemüht, so ein bisschen so den Reynolds-Style zu vermarkten. Und finde ich ganz interessant, also wenn ich mir so denke, dass Tom Selleck da nicht ein Ferrari fährt, sondern vielleicht ein Pontiac Trans Am und das Ganze in Texas spielt, so dann denkt man, kann das schon so ein bisschen hinkommen mit ein ausgekochtes Schlitzohr. Aber es unterschätzt natürlich auch den besonderen Charme, den es dann irgendwie doch entwickelt hat, ne? Also das so ganz gerechtfertigt finde ich diese Kritik dann doch nicht. Wie geht's da euch? Ich meine, das klingt für mich nach so einer Kritik, so nach dem Motto, wir sind Kritiker, wir dürfen das nicht mögen, irgendwas müssen wir schreiben, damit wir es runterziehen. Weil das ja auch, finde ich, Tom Selleck's Schauspiel und diese sehr, sehr charmante, herzige Art, wie er diese Figur belebt hat, ein bisschen diskreditiert, wenn man sagt, du bist nur ein Burt Reynolds Lookalike. Aber man muss schon sagen, so weit hergeholt ist das ganze Prinzip nämlich nicht, weil, also ich nehme nur dieses Beispiel wieder gerne aus der deutschen Welt, wenn wir nämlich hier uns die Synchronsprecher mal anschauen, also bei Magnum, Norbert Langner spricht ja dort Tom Selleck und Norbert Langner hat aber auch immer wieder Burt Reynolds synchronisiert in verschiedenen Serien oder Filmen. Also da war schon irgendwie auch, also stimmlich und charakterlich anscheinend schon eine gewisse Nähe da, sonst hätte man ihn nicht für beide Schauspieler da irgendwie besetzt. Also da steckt schon irgendwie was dahinter, finde ich. Ja gut, aber Norbert Langner war unter anderem auch einmal Sean Bean in Goldeneye, also Alec Trevelyan. Und demher hat viele gesprochen und es ist jetzt nicht so eine Figur, die dieses Burt Reynolds Tom Selleck Muster bedienen würde. Ja, gucken wir uns die Figur vielleicht auch nochmal ein bisschen an, weil ich glaube, der Ferrari, das Hawaii-Hemd, das weiß jeder, aber wie war da so die Figurenkonstellation eigentlich und was waren auch die Hintergründe? Vielleicht sollten wir es kurz nochmal beleuchten, weil das vielleicht auch gar nicht mehr jeder weiß. Also der Thomas Magnum, so ist ja der vollständige Name, der wohnt ja da in einem Gästehaus, 80 Hektar großes Anwesen des Schriftstellers Robin Masters, von dem man eigentlich nie so richtig erfährt, wer ist das. Manchmal denkt man, dass man es erfährt, aber es wird auch bis heute diskutiert. Aber eigentlich, es gibt nur so Andeutungen, wer das denn wohl ist. Aber auf jeden Fall engagiert der ihn da zunächst, um die Sicherheit des Anwesens mal auf die Probe zu stellen. Und dann wird schließlich vereinbart, dass er da auch als Sicherheitschef bleiben kann, bekommt dann kein Geld. Es wird aber da vereinbart, dass er das Gästehaus nutzen kann und vor allem den Wagen, und das ist dann eben der rote Ferrari, dass er den nutzen kann. Ja, kommt ihm ja dann auch sehr gelegen, weil dadurch, dass er hat so auf so einem schönen Anwesen freie Kost und Regie, jederzeit Ferrari-Nutzung, kann er sich ja auch diesen Luxus erlauben, dass er nur arbeitet, wann er möchte und ja, sich die Fälle so ein bisschen aussucht. An einer Stelle möchte ich aber einhaken, weil du sagst, vollständig Thomas Magnum, wenn man ihn ganz, ganz vollständig den Namen nennen, ist es Thomas Sullivan Magnum der Vierte. Genau, da haben alle so schöne lange Namen. Auch nachher Higgins hat auch noch ein drittes und keine Ahnung, noch andere noch mit hinten dran. Sein Background ist aber auch klar geprägt von seiner Vergangenheit. Ich glaube, er hat bei der Navy angefangen, war dann aber auch bei den Marines. Auch da müssen wir einen Unterschied machen. Was sind Marines? Marines sind nicht die deutschen Marinesoldaten, sondern Marines sind Elite-Soldaten der US-Armee. Und da kam es halt eben dann auch zu dem Hintergrund, dass er halt eben im Vietnam-Einsatz war und dort eben auch seine
beiden guten Kumpels halt eben auch noch darüber kennengelernt hat, TC und Rick, die ja dann auch zu ihm nach Hawaii, sagen wir mal, oder mit ihm nach Hawaii übergesiedelt sind. Und ja, was kann man noch zu Magnum sagen? Diese ganze Vietnam-Vergangenheit holt ihn ja auch immer wieder in der Serie ein. Vor allen Dingen ist es auch so, er hat eine wunderbare Frau kennengelernt in dieser Phase. Sehr mysteriös, genau, Michelle, was da mit ihr der nämlich passiert ist. Da wird zuerst suggeriert, dass sie wohl gestorben ist, also bei einem Bombenangriff, dass sie da irgendwie gestorben ist. Und Magnum musste das dann irgendwie hinnehmen. Aber dann war es wohl so, dass sie diesen Angriff überlebt hat. Und sie war, bevor sie Magnum kennenlernte, schon mit einem Politiker aus dem Vietcong wohl auch liiert, den sie zu dem damaligen Zeitpunkt aber für tot hielt. Der hat aber überlebt. Und jedenfalls ging sie dann später wieder zurück zu diesem Politiker und taucht aber dann in der Serie wieder auf. Und am Ende der Reihe auch nochmal sehr interessant, wird sie ja auch dann trotzdem getötet, eben weil es da halt eben auch Verbindungen gab, dass man Magnum oder auch diese ganzen Leute, die im Vietnamkrieg dann auch waren, nochmal irgendwie drankriegen wollte. Und dann erfahren wir aber, dass eben Magnum und Michelle tatsächlich eine Tochter auch zusammen noch haben. Und das ist halt eben nochmal ein schönes Finale für diesen Magnum. Er hat zwar seine große Liebe verloren, aber er hat auf einmal eine Tochter. Und das zeigt ihn ja dann auch nochmal so ein bisschen noch von seiner anderen Seite. Dieses Dandyhafte am Ende der Serie, wie gesagt, als Finale für ihn, wird dieses Dandyhafte dann auch wieder geopfert, weil er jetzt auf einmal eine Tochter hat und da auch eben ein ernsteres Leben auch erleben kann. Das ist, glaube ich, bei dieser Figur eben auch nochmal sehr wichtig zu sagen, wie die sich im Laufe der Serie eben auch dann verändert. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an so geplant war, aber die Autoren waren da verdammt gut, dieses Vietnam-Thema und eben die Beziehung zu Michelle, alles, was mit Michelle passiert, so als übergreifende Story durch die Staffeln durchzuziehen und das auch dann zum Finale zu machen. Es ist, wenn ich mich richtig erinnere, gibt er doch auch dann sein Leben als Privatdetektiv auf und geht wieder zurück zum Militär, einfach weil das mehr Sicherheit gibt und mehr er dann mehr für seine Tochter genau, da sein kann. Also ich habe mir die letzte Folge nochmal angeschaut, die auch sehr suspekt ist. Und da ist es dann aber auch nochmal so, dass er dann seinem Großvater erstmalig begegnet, auch ein altversierter Kriegsheld. Und irgendwie durch diese paar Begegnungen mit diesem Mann, den er sein Leben lang irgendwie nie so richtig kennenlernen durfte, wird also bei ihm auch nochmal sowas ausgelöst, wie doch, dass das irgendwie doch dieses Leben, was die Navy wohl einem vermittelt oder die Sachen, die man dort hat, dass die dann doch irgendwie erstrebenswert irgendwie sind. Also bei dem A-Team hatten wir es ja so ein bisschen gehabt, da war ja eher das Militärleben auch mal so ein bisschen als nicht so positiv dargestellt, in Anführungszeichen, aber dass das am Ende dann doch wieder eine Lösung zu sein scheint für Magnum, das ist dann doch wieder eine interessante Geschichte, aber auch, das wird natürlich auch so wieder dieses Thema, wir haben Kriegshelden oder wir haben unsere Kriegsveteranen und wir die müssen wir eigentlich verehren, die müssen wir ja auch dementsprechend hochhalten, das ist natürlich auch in der Serie spielt das natürlich dann auch wieder eine Rolle. Ja, und gerade diese positive Zeichnung vom Militär am Ende, die gibt Sicherheit, da kann man dann schön nebenbei seine Tochter großziehen. Das passt natürlich auch insofern zu der Zeit, wenn man sagt, so die letzten Hochzüge des Kalten Krieges, wenn man nochmal, also Reagan ja richtig Gas gegeben hat mit seinem Star Wars Programm und seiner Idee, die Sowjetunion quasi totzurüsten, wir rüsten so gewaltig auf, da können die nicht mithalten. Das hat natürlich nochmal dem Militär einen ganz, ganz großen, nochmal höheren Stellenwert gegeben. Es kann vielleicht auch daran liegen, also gerade in der Serie, weil man ja auch das Vietnam-Trauma in der Figur Thomas Magnum und seinen beiden Freunden aufgegriffen hat und sich sehr Mühe gegeben hat, diese Figuren sympathisch und sehr menschlich zu zeichnen. Das ist ja damals durchaus sehr positiv auch aufgenommen worden, auch von der Fernsehkritik, dass man gesagt hat, man nimmt Vietnam-Veteranen und zeichnet sie nicht so als diese, wie damals hieß manchmal Shellshock-Killers, sondern als Menschen, die zwar psychologische Probleme, natürlich Schäden aus durch den Krieg davongetragen haben, aber jetzt wieder ins Leben finden und auch ins Leben zurückgefunden haben. Ist in dem Sinn auch interessant, weil das ist ja auch etwas, was man Rambo, dem ersten Film, im Kinobereich zuschreibt, aber Magnum war eigentlich 2 Jahre vorher im Fernsehen damit schon erfolgreich. Stimmt, ja, musste ich auch gerade dran denken. Und man hat sie auch ausgebaut, ne? Also ihr habt jetzt die Story zum Beispiel mit der Frau, die natürlich eine sehr besondere Geschichte ist, die dann auch nochmal aufkommt. Es gibt aber auch eine zweiteilige Folge, die in Kambodscha spielt, wo dann auch so gewisse Szenarien bei dem ganzen Team, Higgins ist dann sogar auch dabei,
wieder aufkommt. So, also es gibt immer mal wieder so Episoden, die da auch eine besondere Rolle einnehmen, wobei dieses Element der Rückblenden, also dass man auch in der normalen Folge auch mal so einen Moment hat, wo Magnum sich an was erinnert und dann sieht man eine Rückblende, die dann halt im Krieg spielt. Das ist ja schon sehr besonders, weil wenn man mal überlegt, was wir jetzt am Anfang gesagt haben, wie so die Grundanlage der Serie ist, der Privatdetektiv, der da irgendwie auf Hawaii ermittelt, das ist schon überraschend, weil viele Serien also haben diesen Hintergrund ja gar nicht, ne? Oder anders gesagt, es hätte es nicht unbedingt gebraucht, um alleine eine funktionierende, unterhaltende Krimiserie zu machen. Ne? Das nicht, aber es gibt dieser Serie auch was Besonderes und es hat vielleicht diesen sehr, sehr positiven Touch, dass man sagen kann, man kann im Leben wirklich Schlimmes durchmachen, man kann auch durch Krieg, durch die Hölle gehen und trotzdem, man kann damit leben, man kann wieder zurück in ein normales, in ein gutes Leben finden. Ich sage aber trotzdem, dass diese, sagen wir mal, dann spätere Rückbesinnung mehr zu diesen Vietnam-Themen, also am Anfang, glaube ich, war die Serie, glaube ich, sehr beliebt bei Frauen und nicht so sehr bei Männern, weil die das einfach cool fanden, so nach dem Motto, Tom Selleck, gut aussehender Mann, da tolle abenteuerlustige Geschichten erzählt, und dann wurde die Serie auch immer wieder ein bisschen ernster und es gab dann wirklich ganze Folgen, wie gesagt, diese Folge hieß ja All for One, in der vierten Staffel, glaube ich, war es, wo sie dann wirklich nach Kambodscha gehen. Und da siehst du wirklich nur so Kriegs- und Rambo-Szenen, wenn du so willst. Und ich glaube, das hat dann wiederum mehr Männer irgendwie angesprochen, sodass sich diese Serie, also auch, wenn man vielleicht am Anfang mehr von so einer Frauenserie hin zu einer Männerserie vielleicht auch dadurch entwickelt hat. Frauenserie ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber es soll auf jeden Fall sehr gut angekommen sein, auch bei den weiblichen Zuschauern, zumindest die ersten Staffeln. Das habe ich auch nochmal gelesen. Ja, lasst uns doch nochmal über eine Figur sprechen, die auch sehr beliebt ist, vielleicht sicherlich auch bei vielen Zuschauern so ein bisschen der Liebling der Serie war, ihr habt ihn schon öfter genannt, Jonathan Higgins, der Verwalter des Anwesens, und ist ja auch jemand, der dem Militärischen nicht abgeneigt ist, sondern da irgendwie so ein militärisches Fable hat ja auch so eine Kolonialherrenart, mit der er da immer rumstolziert, und er ist eben Magnums härtester Verhandlungspartner, ne, wenn es irgendwie darum geht, ob er da irgendwie im Weinkeller sich auch bedienen darf oder nicht. Und Magnum versucht auch immer so ein bisschen irgendwie Situationen herzustellen, wo er dann mal in, wo Higgins dann mal in seiner Schuld steht, weil das ist irgendwie so die einzige Rettung, dass er irgendwie eine bessere Verhandlungsposition hat. Und ja, also dieses Zusammenspiel von den beiden, auch die klassische Auflockerung zwischen den Kriminalfällen und sehr unterhaltsam, den einfach so beim Tauziehen zuzugucken. Und dann gibt's ja auch noch Zeus und Apollo, die beiden Hunde, die kommen ja auch noch ins Spiel, die dann auch ihm noch das Leben schwer machen, dem Magnum. Aber man könnte natürlich auch unterstellen, dass natürlich diese Situation mit Higgins und Magnum so ein bisschen auch, der eine ist der Held und der andere ist der Gegner. Das könnte natürlich so der Eindruck erweckt werden, dass eben Higgins so immer wieder mal diesen Part des Gegenspielers da irgendwie einnimmt. Aber ich merke in den weiteren Verlauf der Serie eben auch, die nähern sich ja auch an und sind ja gefühlt auch dann, finden sich ja dann auch gar nicht so unsympathisch oder machen auch immer mehr Sachen zusammen und werden auch als Duo irgendwie im weiteren Verlauf dann auch irgendwie wahrgenommen. Und das ist halt eben auch nochmal so diese bewusste Entwicklung, die ja eben auch vielleicht auch John Hillerman selber da zu verdanken ist, weil der den Higgins so interessant auch darstellt in späteren Folgen, dass man dann durchaus gesagt hat, man gibt ihm noch ein bisschen mehr Spielraum, man macht ihn nicht so ein bisschen als derjenige, der immer da stänkert und der eben Magnum das Leben irgendwie auch schwieriger machen soll. Ne? Ja, das lag auch daran, dass genau diese Beziehung zwischen Magnum und Higgins so gut ankam beim Publikum, dass man das ausbauen musste. Also die beiden waren so der Blickfang in der ersten Staffel mit da. Dann haben die Zuschauer sehr mitgefiebert, sehr viel mitgelacht und deswegen hat man die dann hin entwickelt zu, du hast gesagt, Gegner. Ich würde eher das aufgreifen, was sie in der Serie auch selber sagen. Eher so fast wie ein altes Ehepaar. Die beiden zanken sich gerne mal richtig, aber der eine kann nicht mehr ohne den anderen und sie haben im Grunde einen tiefen Respekt voreinander. Und man muss sagen, dass er Higgins durchaus auch einen gewissen Humor hatte, mit dem er wusste, wie er Magnum unter die Haut fahren kann. Es war ja zum Ende der Serie dann die fixe Idee, in die Magnum sich reingesteigert hat. Oh Gott, ich werde hier verarscht. Higgins ist eigentlich selber Robin Masters. Ja, der ganze Zeit gehört ihm das Anwesen. Und konfrontiert ihn ja auch direkt
damit sind Sie Robin Masters? Und er sagt, ja, nur um dann Momente später das wieder aufzulösen und gemeint, ach, das, da habe ich gelogen. Es wird dann aufgelöst in der Folge, nee, er ist nicht Robin Masters, aber er nimmt sich da, Higgins nimmt sich da viel Spaß, Magnum so an der Nase rumzuführen. Ja, es ist ja auch einfach ein schöner Culture-Clash, ne? Also der Higgins, der ist ja wirklich so straff militärisch organisiert, in, selbst in dieser Aufgabe, die er auf diesem Anwesen dann in der Jetztzeit der Serie hat. Ja. Er ist aber auch ja so ein, ja, fühlt sich als Mitglied der Hochkultur, ne, und er hat doch sogar diese Ahnentafel, auf der man die Ahnentafel sehen kann, dass er bis zu Heinrich dem VIII. Zurückgeht, seine Familie. Ja, und dann, ne, er ist nur 1,70 Meter groß, trägt da immer diese Khaki-Hosen, und Magnum ist natürlich genau das Gegenteil. Der ist zwar auch, ja, einerseits ein Held, der ist ja auch sehr sportlich, kommt bei den Frauen gut an, aber was er ja auch so ein bisschen hat, der ist sehr lässig und auch manchmal in der Form, dass er so in den Tag hinein lebt, der mag Bier und jetzt nicht irgendwie den besonders tollen Wein, interessiert sich auch eher für so Mainstream-Sportarten, ist 1,92 groß, trägt das lässige Hawaii-Hemd, also komplett auf allen Ebenen einfach das die Gegenteile hier gegeneinander skizziert, auch mit den beiden Figuren. Aber man muss auch sagen, dass John Hillerman an sich natürlich ein super Schauspieler, wie gesagt, eben auch ist. Das merkt man eben auch daran, dass es einzelne Folgen gibt, wo nämlich quasi Higgins die Hauptfigur ist und Magnum wird eher zum Nebencharakter, was aber auch den Grund hatte, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, dass eben Tom Selleck auch während Magnum da andere Filmangebote und sowas wahrnehmen musste und der gar nicht so für die ganzen Dreharbeiten so richtig zur Verfügung stand, sodass man dann tatsächlich in einigen Folgen dann ein bisschen mehr Higgins da Raum geben sollte. Und immer wenn Higgins, wenn es Higgins-Folgen gab, dann hatten die meistens was damit zu tun, dass wohl ein irgendwie Halbbruder, Halbschwester, irgendwie ein naher Verwandter irgendwie dann von Higgins auftaucht und dort dann irgendwie für Chaos sorgte. Das war auch für den John Hillerman, für den Schauspieler, die immer so eine Ausbruchssituation, weil er dann natürlich auch seinen Halbbruder dann gemimt hatte. Das war das zum Beispiel ein Rodeo-Reiter, der dann auftauchte, oder ein irischer Priester, und das war irgendwie auch eine Kunst, also der John Hillman, ein großartiger Schauspieler gewesen, der auch irgendwie nicht, dem man nicht genug dazu danken kann, dass er diese Rolle so lebhaft gespielt hatte und Ja, ist er mit der Rolle ein bisschen ausgebrochen. Es hat ja, das wird zwar nicht offiziell gesagt, aber es gab damals unter anderem eine Nussmarke in Amerika, die mit Higgins geworben hat, also wo John Hillerman spielt nochmal eine sehr Higgins-ähnliche Figur und bewirbt da diese Nüsse, die er sehr genüsslich verspeist. Was ich hier immer toll finde, man kann ja sagen, Higgins ist so der britischste Brite, den man sich vorstellen kann. John Hillerman ist allerdings Texaner. Ich finde das immer sehr interessant, weil ich auch gelesen habe, dass da manche sagen, ja, Amerikaner, die sind sogar im Britischsein besser als die Briten. Ja. Ja, ganz ganz toller Schauspieler, ganz wichtige Rolle hier, trägt einen großen Teil zum Erfolg bei. Und die anderen, also TC, der Hubschrauberpilot, und Rick, die bleiben dann auch eigentlich so ein bisschen blass dagegen, sind aber vielleicht dann meist eher wichtig, um die Krimi-Handlung dann wirklich voranzutreiben, weil TC natürlich oft hilft, Magnum dann an einen bestimmten Ort zu fliegen. Und Rick ist ja so ein bisschen derjenige, der da auch so die Kontakte in die Unterwelt als, ich glaube, er ist ja Nachtclub-Besitzer. King Kamehameha Club, glaube ich, hieß die Bar, die er hatte. Aber man merkt übrigens, wenn man sich diesen TC-Darsteller genau anguckt, den Roger E. Mosley, genau das, also ich finde, der macht das ganz gut, wenn er dann so einen Hubschrauber fliegt und irgendwie auch da hinterm Steuer und so weiter sitzt, und der ist auch tatsächlich ein Hubschrauberpilot oder ein ausgebildeter Pilot, der Schauspieler, durfte allerdings während der Dreharbeiten nicht selber fliegen, das hat man dann irgendwie immer so gelöst, dass dann irgendwie hinter dem Hubschrauber, da hinter der Sitzbank, da irgendwie die tatsächlichen Stuntpiloten gesessen haben, aber ich finde, das merkt man bei ihm ja, einfach, dass er das sogar tatsächlich gut kann. Ne? Üblichen Tricks. Ja, das war aber, denke ich, schon nicht so schwierig, da den Hubschrauber noch umzubauen. Man musste ja für Tom Selleck schon den Ferrari, den er gefahren hat, so ein bisschen umbauen, weil er ja tatsächlich eigentlich zu groß war. Es sah ein bisschen komisch aus, wie er da in dem Auto drin saß. Das Auto war eigentlich zu klein für ihn. Und man musste da
den speziell nochmal umkonstruieren, dass natürlich das Auto von außen seine Größe nicht verändert, dass immer noch ein Ferrari bleibt, aber wenn Tom Selleck sich reinsetzt, er natürlich reinrutscht und das nicht komisch aussieht, dass er so weit raussteigt. Finde ich auch echt lustig, ne? Weil es sieht so einfach perfekt aus, wie er da lässig in diesem Ferrari sitzt, und ich denke mir dann so, wie sah das denn aus, wenn man das nicht umgebaut hätte, also hätte der da wie so eine Giraffe drin gesessen. Das Dach hätte man nicht zubekommen, auf jeden Fall mit ihm drin. Das hätte man schon gemerkt. Ja. Es ist ja auch lustig, weil Ferrari war ja nicht die erste Wahl. Als erstes sind sie ja zu Porsche gegangen und haben denen ein Angebot gemacht. Die haben aber sehr, sehr kalt abgewiesen, wollten davon gar nichts wissen. Heute kann man sagen, ja, deren Pech. Der Ferrari ist ikonisch geworden. Ja. Zu der Figur Thomas Magnum. Und wo wir gerade bei dem Ferrari als wiederkehrenden Element sind, vielleicht ist das der Moment, das jetzt mal einzustreuen. Wer klärt denn jetzt mal die Sache hier? Was hat es mit dem Düsseldorfer Altbier in Magnum zu tun? Und was hat es mit dem Gummihuhn auf sich? Das sind auf jeden Fall noch zwei wiederkehrende Elemente, die wir auf jeden Fall noch thematisieren müssen. Sucht euch eins aus. Das Gummihuhn ist einfach immer da. Und das Düsseldorfer Altbier liegt immer im Kühlschrank. Es gibt doch auch diese Gorilla-Maske, die er ab und zu benutzt, wo aber auch nie erklärt wird, warum ihm die so wichtig ist, was er damit macht. Das Gummihuhn fällt in die gleiche Kategorie. Zum Düsseldorfer Altbier können wir sagen, dass es keine Erfindung der deutschen Fassung war. Es trinkt er auch im Original. Also das ist Thomas Magnum ist einfach ein riesengroßer Fan von Düsseldorfer Altbier. Ja, ich habe es mal nachrecherchiert. Also was er da trinkt, ist wohl Old Düsseldorf, kommt nicht aus Deutschland, ist aber eben nach Düsseldorfer Altbierbrauart in Maryland gebraut. Und ich glaube, irgendwann in der Serie wird auch mal erwähnt, dass das Bier wohl das Bier ist, was er auch in seiner Zeit im Footballteam der US Naval Academy irgendwie getrunken hat. Und vielleicht war das für die Magnum-Figur irgendwie eine glückliche Zeit, an die er sich da erinnert fühlt. Aber gut, also so oder so, wir wissen auf jeden Fall, Paulchen Kuhn hatte Unrecht mit es gibt kein Bier auf Hawaii, weil Magnum hat ja dann öfter eins gefunden. Dann haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Überblick über die Charaktere gegeben und dann geht's jetzt in unsere nächste Kategorie, die besonderen Episoden. Runde 3. Unvergessliche Folgen. Crossover-Episoden, das hattet ihr schon angesprochen, gibt es mal hier und da, aber hier gibt es schon sehr auffällige oder sehr prominente Crossover-Episoden auch, ne? Es gibt eine Crossover-Episode, von der ich meine, mich erinnern zu können, sie gesehen zu haben, aber das ist jetzt auch schon etwas her, ungefähr vor 10 Jahren, dann mit einem Freund tatsächlich ein bisschen gestritten habe, weil er behauptet hat, diese Folge hat nie existiert. Das hast du dir eingebildet, Markus. In der Recherche jetzt für die heutige Folge habe ich die Folge aber wiederentdeckt, beziehungsweise die Doppelfolgen, es sind zwei. Und zwar heißen sie im Original Novel Connection. Und das ist ein Crossover mit der Serie Mord ist ihr Hobby, Murder, She Wrote, wo dann tatsächlich Angela Lansbury als Jessica Fletcher auftritt und an der Seite von Thomas Magnum ermittelt, beziehungsweise ermitteln tut meistens sie. Magnum tappt ein bisschen im Dunkeln und kann ja so ein bisschen nicht das Wasser reichen, was detektivische Fähigkeiten angeht. Das ist eine Folge, die ist auch insofern besonders, weil man für diese Folge ein anderes Ende gedreht hat, ein alternatives Ende. Denn damals bei der Erstausstrahlung war das so, die erste Folge ist in Magnum ausgestrahlt worden, Teil 1. Die Auflösung dieser Folge gab's aber nur in Mord ist ihr Hobby. Das heißt, man musste beide Serien gucken, wenn man wissen wollte, wie das gelöst würde. Um damit man jetzt bei Wiederholungen von Magnum dieses Problem nicht hat, gibt's ein alternatives Ende für den ersten Teil, das quasi die Story verfrüht abschließt. Zwar dann irgendwie eine Menge rauslässt und nicht wirklich Sinn ergibt, wenn man den zweiten Teil kennt, aber es war die Notlösung, die man sich ausgedacht hat. Genau, und aus heutiger Sicht muss man sagen, es gibt eben einmal die Magnum-Episode in Mord ist ihr Hobby. Da heißt es Morde auf Hawaii. Und die andere ist die, die du schon genannt hast, Novel Connection oder in Deutsch Konkurrenz auf dem Festland. Das ist dann die Mord ist ihr Hobby-Episode in Magnum. Ne? Also es gibt aus heutiger Sicht in den beiden Serien jeweils eine Episode. Ja, ich fand dieses Crossover ist mir richtig im Gedächtnis geblieben, weil wenn man so sagt, zwei Serien, um die zusammenzukreuzen, man würde nicht sofort denken an Magnum und Mord ist ihr Hobby, weil der Stil dieser Serien doch sehr unterschiedlich ist. Es geht aber sehr, sehr gut zusammen, vor allem auch, wie Higgins
auf Jessica Fletcher reagiert, als er sie dann sieht und so ein bisschen den, ich möchte schon sagen, großen, großen Fanboy raushängen lässt und wie auch Magnum selber ihr dann Respekt zollt, weil man sieht, ah, er kennt sie doch, er hat ihr Buch gelesen, er liest auch gerade eins von ihr. Und es ist auch insofern beeindruckend, dass man ja wirklich eine recht unique Story, in denen auch die beiden Figuren relativ stark eingebunden sind, hier entworfen hat. Ne? Also oft ist es ja so, wenn man solche Späße gemacht hat, dann gibt es dann vielleicht mal so eine Folge lang so ein bisschen so einen Nebenhandlungsstrang, den man dann auch irgendwie so anmerkt, so der ist da jetzt noch irgendwie so rangebaut, aber das ist hier eben gar nicht so. Ne? Man muss aber auch sagen, dass man ja nicht nur einen Crossover mit eben Mord ist ihr Hobby gemacht hat in der Serie, sondern man war ein paar Staffeln zuvor ja auch schon quasi Gast bei einer anderen populären Serie, nämlich bei Simon and Simon. Auch eine CBS-Serie. Es war in der Staffel 3, Folge 3 ging das los, bei Magnum zuerst die erste Folge. Da kamen eben die beiden Detektive von Simon und Simon eben auf Hawaii und dann ging das Ganze dann irgendwie wieder für die beiden zurück und da war dann wiederum Magnum oder auch Higgins dann natürlich dann in der anderen Serie irgendwie auch mitunter zu sehen. Aber ich gebe euch natürlich auch recht, das, was wir bei Mord ist ihr Hobby da in der Gastfolge da gesehen haben, das war natürlich schon unterhaltsamer und auch ein bisschen ausgeprägter und hat, glaube ich, auch beiden Serien gut getan. Simon und Simon war einfach nur deswegen interessant, weil es auch wirklich zu diesem Zeitpunkt eine sehr populäre Serie war und eben auch dem Network CBS ja auch viele Zuschauer zugespielt hat. Und wie gesagt, da war dann halt eben auch dann der Grund natürlich da, so ein Crossover wird ja heute auch immer noch gerne in Serien gemacht, soll natürlich da auch eine Verbindung schaffen, einen Audience Flow innerhalb eben auch einer Senderfamilie, obwohl die Macher der beiden Serien dann auch relativ unterschiedlich sind, aber sie spielen quasi in einem, wie man so schön sagt, Serienuniversum. Und interessanterweise war es ja auch so, dass Glenn R. Larson ja auch für viele andere Serien geschrieben hat. Er hat unter anderem auch Skripte für Ein Colt für alle Fälle geschrieben. Und auch da könnte man denken, da gibt es einen Crossover mit Magnum. Tatsächlich taucht Tom Selleck bei Ein Colt für alle Fälle auch auf in einer Folge, spielt da aber sich selber, weil Ein Colt für alle Fälle war ja diese Geschichte, ein großer Stuntman, hat immer wieder Berührungspunkte mit Hollywood-Stars und einer dieser Hollywood-Stars ist eben Tom Selleck gewesen und die sind dann eben da auf Hawaii und begegnen sich dann halt eben auch. Aber es wird per se kein richtiges Magnum-Crossover. Also quasi wird fiktionalisiert quasi, Ein Colt für alle Fälle ist die Fiktion und die Fiktion besucht quasi das Set, also die Realität der Serie Magnum und das ist dann auch wieder eine sehr lustige Verbindung, wie ich finde. Ja, was ich an den beiden Crossover-Folgen sehr gut gemacht finde, bei Crossovern ist ja immer die große Gefahr, dass dann eine Figur die andere unterbuttert, so einer kommt einfach zu kurz, wird von dem Star der anderen Serie ein bisschen weggedrückt. Es haben die aber hier sehr, sehr gut gelöst, weil gerade auch bei dem Mord ist ihr Hobby Crossover beide Figuren einfach sie selbst sein können, beide Figuren ihren ganz eigenen Charme rausbringen und Magnum jetzt von Jessica Fletcher nicht untergebuttert wird oder zumindest nicht mehr, als er es sonst in der Serie ist. Beide Charaktere können gut ihre Art rausbringen und können gut miteinander harmonieren. Fand das sehr schön. Also mir ist noch eine Folge auch aufgefallen, die vielleicht ein bisschen noch anders funktioniert als die sonstigen Magnum-Folgen. Da habe ich so ein bisschen den Mr. T, ich kümmere mich um junge Menschen-Touch irgendwie entdeckt. Und zwar gibt es in der dritten Staffel die Folge 15, die Spielmacherin Magnum trainiert eine Jugendmannschaft im Basketball, möchte mit dieser Jugendmannschaft auch gegen TC antreten, der eben auch eine Basketballmannschaft dort trainiert und da begegnet ihm ein junges Mädchen, irgendwie eine Waise, die gerade von ihrer Pflegefamilie weggelaufen ist, weil die sie auch in kriminelle Machenschaften da irgendwo strecken möchte und die kann super toll Basketball spielen und machen, beginnt sich für die zu interessieren. Higgins dann auch, weil Higgins auf einmal natürlich auch mittrainieren möchte, weil Higgins natürlich in seiner langen Kriegsvergangenheit auch einmal ein Basketballspiel und eine Basketballmannschaft trainiert hat während des Krieges. Er kennt sich also auch super aus. Also beide werden auf dieses Mädchen eben aufmerksam und wollen ihr dann auch dementsprechend helfen, da von ihrer fiesen Pflegefamilie, zu die sie eigentlich wieder zurückkommt, aber die
reden sie dann dazu, ey, du hast Zugriff zu diesem Anwesen von Robin Masters, du kennst die Leute, die da wohnen, verschaff uns doch den Zutritt zum Haus und so weiter und dann lassen wir dich auch endlich in Ruhe. Aber dann haben natürlich Higgins und Magnum den Braten schon gerochen und befreien dann die junge Dame. Wie gesagt, mir kam das Ganze so ein bisschen vor wie so eine, wir kümmern uns um die Jugend, wie das eben Mr. T im A-Team häufig gemacht hat. Interessanterweise war das A-Team, als diese Folge aber ausgeschaltet wurde, erst gerade irgendwie so am Start gewesen. Aber es ist mal eine andere Folge, wie gesagt, wo eben man eben auch nochmal Magnum und Higgins nochmal in irgendwie anderen Rollen sieht und auch irgendwie gut sieht, wie die eigentlich gut zusammenarbeiten können. Ja, eines fällt mir jetzt noch ein, dass wahrscheinlich die allerbesonderste Folge Magnum nie gedreht werden konnte, weil der dafür sehr wichtige Schauspieler leider zuvor verstorben ist. Und so muss man sagen, Robin Masterson tritt ja nie in der Serie selber auf. Man hört nur die Stimme oder sieht einzelne Körperteile, aber nie das Gesicht. Und wurde da aber im englischen Original, der amerikanischen Original, von jemand sehr, sehr berühmten gesprochen, nämlich Orson Welles. Und das Ganze wollten sie noch auf die Spitze treiben. In einer Folge sollte dann tatsächlich Robin Masters auftreten und von Orson Welles gespielt werden. Der ist dann leider verstorben, bevor sie das machen konnten. Aber das wäre wahrscheinlich eine Folge gewesen, die so im Magnum-Universum Seriengeschichte geschrieben hätte. Ja, das wäre wahrscheinlich ein fantastischer Gastauftritt neben dem Hören auch gewesen. Citizen Kane, Charles Foster Kane trifft Thomas Magnum. Besser kann es nicht werden. Besser kann es nicht werden, aber zumindest gab es noch einige andere spannende Gastauftritte und über die können wir ja jetzt sprechen. Runde 4. Wer sonst noch zu sehen war? Ja, da gibt's eine ganze Menge solcher Gaststars bei Magnum. Keine Frage. Deswegen wahrscheinlich werden wir uns jetzt einfach wieder ein paar rauspicken, aber es gibt auch sehr besondere. Also so zum Beispiel in der 5. Staffel sieht man eine noch sehr junge Sharon Stone in der Folge eine tödliche Falle. Oder der großartige Frank Sinatra als Ex-Polizist taucht da auf bei Magnum. Doug McClure, ja, der oft gehörte Doug McClure, tritt hier auch auf. Patrick McNee aus Schirm, Charme und Melone. Also mit steigender Popularität, die Serie auch hatte, konnte man auch immer größere Namen zu einem Gastauftritt auch bekommen. Ist jedenfalls mein Eindruck, dass das auch mehr und mehr wurde oder dass die Namen größer wurde. Welche Gaststars sind euch noch aufgefallen? Also ich möchte gerne nochmal den Gastdarsteller Eugene Roach erwähnen, der eben diesen Lothar Gillis, diesen ja verransten, alteingesessenen Detektiv da spielt, der eigentlich in, ich glaube, Detroit oder irgendwie in so einer Großstadt lebt und dann nach Hawaii zuerst reist in der Staffel 4, weil er auf der Suche ist nach einer jungen Dame, die wohl den Eltern ausgebüxt worden ist. Stellt sich dann aber dann im Laufe der Folge heraus, diese junge Dame ist sogar seine eigene Tochter, also die von Lothar Gillis. Und die will er dann halt eben auch wieder zurückbringen und will die auswendig machen. Und der taucht immer wieder an einigen anderen Stellen in der Serie auch auf und nimmt dann auch zum Beispiel mal Jobs von Higgins an, wenn Magnum irgendwie verhindert ist. Und der Hintergrund dabei war aber, warum hat man diese Rolle genommen? Man wollte mit dieser Figur Lothar Gillis eigentlich auch eine eigene Serie noch produzieren, was aber dann irgendwie, es vielleicht, keine Ahnung, kam diese Art der Krimi-Geschichte da irgendwie nicht mehr an. Jedenfalls die Ursprungsidee war halt eben einen Magnum-Spin-off zu machen, wo eben dieser Lothar Gillis in der Rolle irgendwie da auch nochmal auftreten sollte. Und ein anderer Name, über den wir ja auch in unserer Alf-Folge zum Beispiel gesprochen haben, ein alteingesessener Schauspieler Elijah Cook, ist auch hier in verschiedenen Rollen zu sehen. Elijah Cook hatten wir mal bei Alf erwähnt, der hatte ganz, ganz viele Schwarz-Weiß-Filme gedreht und ist auch irgendwie in ganz vielen Rollen in diesen Film-Noir-Filmen aufgetreten, wo er auch sehr, sagen wir mal, hinterlistige, aber auch verletzliche Figuren gezeigt hatte. Und er hat also verschiedene Rollen bei Magnum sogar gespielt, aber eine, die er auch häufiger wohl gespielt haben soll, ist Icepick. Das ist ein ehemaliger, auch, sagen wir mal, Ganove gewesen, der mit der Unterwelt in Verbindung steht und der eben sich häufiger auch mit Rick dort austauscht. Und am Ende der Folge oder der Serie ist ja sogar so, Rick heiratet ja in der finalen Folge und da ist eben der Icepick derjenige, der quasi seine Braut zum Altar führen darf. Und deswegen ist das sehr, sehr lustig eigentlich, seine Rollen. Ja, das stimmt so nicht ganz, weil die Folge abbricht, bevor man sieht, ob sie tatsächlich heiraten. Und Larry Manetti
in dem Interview mal gesagt hat, nein, sie haben nicht geheiratet. Also sein Headcanon ist, dass Rick dann doch noch kalte Füße bekommen hat, kurz vor knapp. Genau. Die Folge hört einfach damit auf, sie sagt Ja zum Priester und er kriegt einfach kein Ja über seine Lippen. Und so hört die Serie eigentlich auf. Aber trotz alledem hat, wie gesagt, Elijah Cook ja dann trotzdem die Namen. Ja, Daniel, die ich nennen wollte, also gerade Frank Sinatra und Sharon Stone, die hast du alle schon genannt. Mir ist aber was anderes gerade eingefallen, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was aber eigentlich fast ein Verbrechen ist, denn sie ist so gewaltig ikonisch. Die Musik von Magnum, gerade die Intro-Musik. Außer auf meinem Handy, da war sie drauf. Stimmt, auf deinem Handy war sie drauf. Aber die wurde komponiert von Mike Post zusammen mit Pete Carpenter. Und man möchte es heute gar nicht glauben, war nicht die erste Wahl. Es hatten die ersten 11 Folgen eine ganz andere Melodie, die von Ian Freeburn Smith stammt. Und es gab ja auch diesen ikonischen, flott geschnittenen Vorspann zu der Musik, den gab's ja erstmal auch nicht, sondern der Pilot fängt ja an mit einer Special Effect Montage, wo man dieses französische Kreuz, ich glaube, Kreuz von Laurent, denke ich, ist es, eingeblendet sieht und in verschiedene Facetten des Kreuzes sind Szenen aus der Serie zu sehen, wie Magnum mit seinem Ferrari fährt. Es gibt da auch Überblendungen quasi von einem Teil des Kreuzes, wird zu einem anderen geschwenkt, da sieht man dann eine andere Szene. Fand ich spannend, weil es für die damalige Zeit, damals noch keine Computer, alles optisch getrickst, ein extrem aufwendiger Trick war. Und dann auch die Trickaufnahmen kombiniert mit diesen fantastischen Luft Aufnahmen, die man ja auch gerne in dem Intro verwendet hat. Ich kann nur noch was reinbringen, auch wieder sowas von weit hergeholte Informationen. Also der Komponist der Titelmusik, die wir ja alle lieben, ist Mike Post. Und Mike Post war tatsächlich mit Tom Selleck zusammen in der Schule gewesen. Ach nein. Das sind Schulkameraden. Wow, okay. Auf der High School, genau. Super, dass Markus, dass du das nochmal eingeworfen hast mit der Musik. Ganz wichtiger Punkt und bringt uns ja auch schon ein bisschen in den Bereich der Postproduktion. Und das haben wir heute auch schon öfter angerissen. Da müssen wir drüber reden. Ab in die nächste Kategorie. Runde 5. Synchronisation. Also Basti, du hattest eingangs schon darüber gesprochen und das ist wirklich hier ja sehr besonders. Also die Serie wurde zunächst in Deutschland zwischen 84 und 91 von der ARD gesendet, aber eben nur 139 der 162 Episoden, auch nicht chronologisch und auch das hatten wir ja schon besprochen, gekürzt und vor allem gekürzt um diese Elemente, die eben diese Flashbacks, diese Rückblenden oder generell die Thematik des Vietnamkriegs dann auch drin hatten. Und zum ersten Mal vollständig und ungekürzt war Magnum dann erst zwischen 1996 und 97 dann auf RTL zu sehen. Man kann vielleicht noch sagen, als es zuerst ausgeschaltet worden ist bei der ARD, nahm die Sendung den Sendeplatz ein, der immer dann war, wenn Dallas gerade in der Pause war, also dienstags abends lief der ursprüngliche Magnum. Und ich finde auch trotzdem, dass natürlich die ARD bei Magnum relativ viel dann doch gezeigt hat. Wir hatten ja über andere Serien auch schon gesprochen, wo es nur eine Handvoll Folgen dann geschafft haben nach Deutschland und Jahre später dann durch die Privatsender richtig viele Folgen dann auch teilweise mit neuen Synchronsprechern ja auch dann belegt werden musste. Feuersteins oder eben auch ATM. Ja gut, das war ja auch bei Magnum der Fall. Der einzige, der übernommen wurde dann für RTL für die Synchro, war ja Norbert Langer als Magnum selbst. Alle anderen haben ja neue Sprecher genau, bekommen. Wobei aber auch der Ursprungssprecher, zum Beispiel von Higgins, das war in der ARD-Fassung Wolfram Schärf, der war da schon tot, als RTL also angefangen hat, dann eben die Folgen zu machen. Da musste man also quasi improvisieren. Und ich finde auch eine sehr schöne Besetzung bei der RTL-Fassung von Robin Masters. Die haben es tatsächlich geschafft, bei RTL Mario Adorf dazu zu bewegen, eben diese Rolle, die ihm original Orson Welles gesprochen hat. Ich finde, das passt eigentlich wunderbar, weil Adorf hört man ja auch gar nicht so häufig. Das ist was Schönes, wenn man sagen kann, ja, Mario Adorf, der so den Stand fast hat, so der deutsche Orson Welles, ein bisschen, ja, eine Legende geholt, um eine andere Legende zu synchronisieren. Was ich sehr witzig finde zu Norbert Langer ist nochmal, wir haben ja gesagt, dieses Element des Erzählers, des Offsprechers, was er ja in der Sendung auch gemacht wurde, dass das, und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Schubladendenken auch, dass das in der Folgezeit dazu geführt hat, dass er ganz oft als Offsprecher eingesetzt wurde, vorher gar nicht so viel,
Und im Prinzip er dann auch oft so ähnlich gelagerte Erzählerrollen bekommen hat oder auch Aufträge für Sprachaufnahmen dann für Dokumentarfilme. Planet Erde hat er da gemacht. Und übrigens auch die große Show der Naturwunder, da hat er, glaube ich, auch gesprochen. Das habe ich in irgendeiner Liste gesehen. Ne? Ja, was mir gerade einfällt, war, wie hieß die Serie, Wunderbare Jahre, wo er auch den Offsprecher gegeben hat, was dann Super RTL auf die Spitze getrieben hat, weil sie am, ich glaube, das war der Samstag, Sonntag so ein Programm hatten. Also Samstag lief Magnum, Sonntag Wunderbare Jahre, und da haben sie Norbert Langer nochmal geholt, um die Werbung für beide Serien quasi einen neuen Voice-Over zu verpassen. Es hat dann quasi irgendwie sowas Stimmiges, weil Magnum quasi dann auch Wunderbare Jahre erzählt, wo man dann den, das wäre das irgendwie zusammen. Genau, aber man muss auch schon sagen, dass eben in den 90er Jahren wirklich auch so eine Art Aufschrei auch da war, zu sagen, Mensch, was wurde uns da eigentlich bei Magnum alles vorenthalten oder nicht gezeigt? Oder du hast es ja auch selber gesagt, die ARD-Reihenfolge der Folgen, das war nicht chronologisch, und die Serie Magnum lebte aber oft davon, dass man halt eben auf Folgen Bezug nahm, die dann halt eben schon mal gelaufen sind und so weiter. Und wenn man das nicht in so eine chronologische Reihenfolge gebracht hat, dann hat man halt eben als Zuschauer das einfach schwer, das zu kapieren, worum es da genau geht. Ja, und RTL, da wollte ich nämlich auch nochmal nachhaken gerade, weil du ja eben gesagt hast, naja, einerseits, das war ja gar nicht so schlecht bei der ARD, weil sie haben eben immerhin 139 Folgen gezeigt. Aber das Wie war ja dann doch ein Diskussionspunkt, weil es ist ja so ein bisschen, bei dem Künstler würde man ja jetzt auch nicht ein Stück vom Bild rausschneiden. Und hier hat man dann ja wohl offenbar irgendwie gesagt, ja, die Unterhaltungsserie darf das jetzt irgendwie nicht, diesen doch. Ja, es hat auch so eine gewisse, fast schon, möchte ich sagen, arrogante Haltung den Zuschauern gegenüber, weil ja später die Rechtfertigung war, ja, wir haben das gemacht, weil A, das Vietnam-Thema für deutsches Publikum nicht von Belang ist, kein Interesse wecken würde. Und naja, B, es ist ja eh erstmal keinem aufgefallen. Die Serie ist ja auch so angekommen. Das hat so eine von oben herab Haltung, als würde man aus der Sendeetage entscheiden, naja, unser Publikum, ist mal salopp gesagt, ist zu dumm, um das zu verstehen. Das können wir dem gar nicht zumuten, oder das würde man dem Geschmack des Publikums diktieren. Und vor allen Dingen, wer dann sich da hinstellt und sagt, wir machen sogar mal anders. RTL, wie gesagt, in den 90er Jahren, dem ist vorausgegangen, es gab eine RTL-Redakteurin mit dem Namen Brigitte Scherer, die hatte auch zum Thema Magnum sogar ihre Promotion, glaube ich, sogar ihre Masterarbeit geschrieben. Und die hat das dann nochmal also alles herausgestellt und so weiter und geguckt, das ist den Zuschauern entgangen, das sind die Folgen, die wir in Deutschland nicht übersetzt bekommen haben. Und da war eben auch eine sehr wichtige, wie ich finde, eben auch diese Folge All for One aus der vierten Staffel, dieser Zweiteiler, wo eben auch die wurde komplett ausgelassen, wo eben auch nochmal viele Vietnam-Szenen und Erinnerungen da gemacht werden. Und dann hat also RTL gesagt, nee, wir wollen nicht nur Magnum ausstrahlen. Sie haben ja sehr, sehr viele Serien aus den USA dann auch geholt, vor allen Dingen ja auch Sitcoms, die auch teilweise sogar schon mal in Deutschland gelaufen sind, aber alles nochmal neu synchronisieren lassen. Nur wie gesagt, dann bei ihrer Neusynchronisation von Magnum wollten sie auf alle Fälle nicht auf Norbert Langer und dann verzichten und haben sich diese ihre neue Übersetzung auch rund 2 Millionen Mark damals kosten lassen. Und das ist schon wirklich ein Aufwand, der da betrieben worden ist. Man muss aber auch sagen, die ganzen Wiederholungen seitdem von Magnum auf den verschiedensten Sendern, es wird immer nur die RTL-Version seitdem auch ausgestrahlt, die komplette. Und die alte ARD-Fassung kann man eigentlich nicht mehr hören, es sei denn, und jetzt kommen die beiden Ausnahmen, wir haben eben über die beiden Crossover-Folgen ja gesprochen von Simon und Simon und Mord ist ihr Hobby. Und die hat man, da die Folgen, wo Magnum auftauchte, die hat man dann nicht nochmal neu synchronisiert, ne? Weil das ja eine andere Serie dann war, wo die dann quasi zu Gast waren, Higgins und Magnum. Und da hört man also, wenn man dann sich diese Folgen entweder auf der DVD oder so von Mord ist ihr Hobby oder auf den DVDs von Simon und Simon anguckt, dann hört man immer noch diesen alten Sprecher von Higgins, eben den Wolfram Scherf, um da mal sich ein Urteil auch zu machen, weil man kommt heute einfach nicht mehr dran, wie hat er sich eigentlich angehört und so weiter und tja. Ja, es gibt tatsächlich auf YouTube ein paar Videos, wo Fans der ARD-Fassung die nochmal digitalisiert haben und dann Vergleiche mit der RTL-Fassung, Synchro-Vergleiche hochgeladen haben. Da ist es ganz interessant zu sehen, auch wie die unterschiedliche Übersetzung ist, weil der RTL nicht nur erstmal alles übersetzt hat, sondern auch versucht hat, die Synke so ein bisschen zu modernisieren, so ein bisschen Jugendslang reinzubringen, vielleicht auch um die Serie für jüngeres Publikum nochmal attraktiver zu machen. Sind ja so Sachen wie das, wenn
Magnum sagt zu Higgins im Original, also in der ARD-Fassung, Idiot, RTL hat daraus gemacht, Mistratte. Ich glaube, das war eher der Versuch nochmal, damit die Serie auch, dass die Teenies der 90er Jahre ein bisschen anspricht, damit das nicht so ein, naja, 80er Jahre ist es was von ja, unseren Eltern. Also wir hatten es ja eingangs davon, ne? Es hat ein paar Jahre ja gedauert oder generell bei diesen Serien, die wir hier besprechen, dauert es dann in der Regel ein bisschen, da ist der Zeitgeist, kann sich schon wieder ein bisschen verschieben. Es war noch nichts mit irgendwie weltweit alles an einem Tag per Streaming, gar keine Frage. Ja, Markus, du hast eben gesagt, für ein jüngeres Publikum interessant machen. Und vielleicht bringt uns das schon in die nächste Kategorie, denn man hat ja tatsächlich nochmal versucht, das Thema Magnum für ein jüngeres Publikum interessant zu machen. Runde 6. Was nach dem Ende passierte. Seit September 2018 läuft auf dem Fernsehsender CBS, ja genau, also derselbe, auf dem auch in den 80ern in den USA Magnum lief. Ja, Magnum. Und zwar dieselbe Handlung oder im Prinzip dasselbe Thema in der heutigen Zeit angesiedelt. Titelfigur verkörpert von Jay Hernandez, der in dem Fall, wir haben viel auch über den Vietnamkrieg gesprochen heute, der bei Magnum eine Rolle spielt. Hier ist es jetzt ein Golfkriegsveteran geworden. Unerfolgreich ist die Serie ja nicht. Also Mai 2020 wurde eine dritte Staffel bestellt, die ja quer durch die Pandemie produziert worden ist. Glaube dadurch ein paar Episoden weniger bekommen hat, als man zuerst angenommen hat. Und so viel ich weiß, ist auch jetzt im April diesen Jahres 2021 auch schon eine vierte Staffel angekündigt worden sind. Also es läuft irgendwie, ich habe so mitgeschnitten, es gibt aber auch da hinter den Kulissen so ein paar Sachen, wo es mal gerumpelt hat. Also irgendwie der Showrunner ist ausgewechselt worden, hatte seine Probleme mit CBS. Aber an sich, die Serie ist erstmal erfolgreich. So viel bleibt erstmal festzuhalten. Ja, also erfolgreich, da würde ich einhaken sagen, relativ, sie läuft stabil, die Zahlen sind aber weit unter dem, was der Original-Magnum gebracht hat. Und du hast gesagt, da hat's gerumpelt hinter den Kulissen. Ich finde, das ist eine große, große Untertreibung. Der Showrunner und Produzent war Peter M. Lenkoff, der ja auch schon andere Remakes von 80er-Jahres-Serien aus einer Traufe gehoben hat, also MacIver zum Beispiel, der aber auch vor allem wegen einem bekannt ist, nämlich dafür, dass er für eine unglaublich toxische Arbeitsatmosphäre sorgt. Also es war Lucas Till, der den neuen MacIver spielt, der dann gemeint hat, er hat eine Depression entwickelt und ist sich total unsicher geworden, weil ihn Lenkoff permanent gebodyshamed hat, sich über ihn lustig gemacht hat. Es hat so weit gekommen, dass Lenkoff er fast schon zurücktreten musste, weil die Leute gesagt haben, sie halten es mit ihm nicht mehr auszuarbeiten. Und was man so hört, soll er bei Magnum, einer neuen Serie, das genauso gehandhabt haben am Set. Das finde ich insofern auch eine Frechheit, weil Tom Selleck von Anfang an und als er dann als Produzent mit einstieg, noch umso mehr darauf geachtet hat, dass das Arbeiten am Set so angenehm wie möglich für alle war. Er hat wirklich darauf geachtet, dass eine richtige Kameradschaft und Freundschaft zwischen allen entsteht, dass da vor der Kamera, hinter der Kamera alle sich wohlfühlen und alle mit der größtmöglichen Freude rangehen an die Serie. Und es war jetzt bei dem Remake, wie bei, ich sag mal, fast allen Lenkoff-Remakes, überhaupt nicht der Fall. Was halt ist, Crossover-mäßig, Lenkoff hat ja auch Hawaii Five-O das Remake gemacht und er hat es jetzt geschafft, das reinzuholen. Also es ist, gab schon eine Crossover-Folge mit Hawaii Five-O, das, was beim Original Magnum nicht geklappt hat, hat jetzt er hingelegt. Ich muss aber ansonsten sagen, ich finde die Serie, wie jedes Lenkoff-Remake, erstaunlich unspektakulär. Kann ich schon gar nicht mehr richtig sprechen, weil ich fast schon in den Rant reinkomme. Es ist ein unglaublich dünner Plot, es sind die Figuren aber bei weitem nicht so tief und interessant gezeichnet wie in den Originalen. Vieles wird einfach übernommen, ohne aber den Sinn dahinter wirklich aufzugreifen und es wirklich auszuerzählen, wie zum Beispiel, wir hatten ja bei Magnum das Vietnam, die Vietnam-Thematik, und das hat man halt, naja, weil halt der ein Veteran ist, dann machen wir ihn halt modern zum Veteran vom Golfkrieg, passt schon irgendwie. Aber was dahinter steht, hat man eigentlich nicht verstanden. Und das kompensiert man mit viel, viel Action, die umgesetzt ist mit ziemlich fragwürdigen und, wie ich finde, auch für Fernsehverhältnisse sehr schlechtem CGI. Also
Ich finde es dahingehend natürlich auch nochmal interessant. Einerseits ist die Figur Magnum es schon wert, sie nicht irgendwie zu den Akten zu legen, sondern vielleicht zu sagen, hier, man würde sich vielleicht interessieren, wie ein Magnum, wie ein Tom Selleck das irgendwie heute in der Jetztzeit vielleicht sogar auch spielen würde. Das war auch, glaube ich, der Wunsch vieler Fans. Und wenn du halt eben dann nicht die Originaldarsteller wieder bekommen kannst, kannst du ja immerhin vielleicht noch sowas sagen. Magnum hat ja schon eine Tochter irgendwie in der Serie am Ende gehabt. Vielleicht bekommt er ja dann auch irgendwann noch einen Sohn und dann schlüpft der in die Rolle. Dann hätte es ja auch so plausibel sein können. Da gibt es ja auch eine weibliche Higgins auf einmal, die Juliet in dieser neuen Serie, dass wir auf einmal eine weibliche Higgins haben, ist ja dann auch nachvollziehbar, weil das vielleicht die Nachfahre eben von unserem alten Higgins irgendwie wäre und so weiter. Aber nein, Ja, es war das so könnte gesehen sein. ein Sollte so sein. komplettes ja, Recasting so gesehen und auf einmal sind eben ist Higgins nicht mehr männlich, sondern weiblich. Magnum hat dann einen Latino-Hintergrund auf einmal bekommen, dass man halt eben da auch gesagt hatte, Mensch, wir passen uns den gängigen Serien ja Niveau so ein bisschen an oder Stil so ein bisschen an. Und das ist leider dann sehr, sehr, sehr traurig, wenn man, wie gesagt, sehr der alten Serie einfach nachtrauert, und da sich einfach mehr von gehofft hatte. Wobei man aber sagen muss, also Tom Selleck selber will auch mit dieser neuen Serie nichts zu tun haben, hat er nochmal, glaube ich, sogar sehr aktuell gesagt. Aber TC und Rick, die beiden Darsteller, sind als Gast Rollen dann doch jetzt dann auch in dieser neuen Serie halt eben auch mit vertreten. Genau, die sind rein bei TC, also Roger Mosley war es als Friseur des neuen Rick, Schmarrn, des neuen TC quasi. Also er darf der Figur, die er selber damals gespielt hat, die Haare pflegen. Selleck war da sogar sehr, sehr deutlich in der Ablehnung dieser Serie. Hat er auch gemeint, er würde da niemals auftreten, selbst wenn sie ihm Fragen und einen Haufen Geld bieten würden, weil er das Gefühl hätte, er würde damit der Originalserie schaden. Und ich kann das verstehen, weil ich habe beim Anschauen so das Gefühl, man wollte Magnum PI neu machen aufgrund des bekannten Namens, aber man hatte null Verständnis für die Figuren und alles, was du genannt hast, Bastian, so ein neuer Magnum mit Latino-Hintergrund, jetzt Higgins als Frau. Wenn man da ein interessantes Szenario und interessante Figuren, neue Figuren auch gezeichnet hätte, dann hätte es durchaus spannend sein können. Aber es ist alles so ein wiedergekautes von etwas, was man schon besser in der Originalserie gesehen hat. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, mir das anzugucken jetzt im Vorfeld. Ich wollte mir auch noch mal eine Episode anschauen. Ich kann nur sagen, von den Kritiken her hält es sich so ein bisschen die Waage. Also die einen wollen darin durchaus einen wieder aufkeimenden Charme erkennen. Die anderen sprechen von charakterloser Action. Und ich habe so eine Vermutung, in welche Richtung ich mich einreihen würde, weil ich ja per se, das weiß man jetzt mittlerweile vielleicht auch bei so Remakes, ja, tendenziell dann auch nicht so hohe Erwartungen habe und auch halt, ja, das ist ja das, was du auch gerade ansprichst, Markus, im Prinzip wir viel zu viel so in diesem Franchise denken, wir brühen das jetzt auf um des Franchises willen, aber eigentlich fehlt dann auch vielleicht irgendwo die Inspiration, wie man es ja besonders auch wieder gestalten kann. Man muss dazu auch sagen, es hat überhaupt nichts mit den Schauspielern an sich zu tun. Das merkt man, das sind alles sehr, sehr fähige Leute. Wenn man denen ein gutes Drehbuch gegeben hätte, ich glaube, dann hätte was Großartiges draus werden können. Aber so ist es für mich ein weiteres typisches seelenloses Genau, also man kann sagen, Lenker-Fieber. hier von der Ecke, der Fernsehkritiker, der Fernsehkunde, ganz klar, Daumen nach unten für den neuen Magnum, Ja. Daumen nach oben für den alten. Was mich mehr interessiert hätte, wäre gewesen der Kinofilm, den Tom Selleck sogar in Zusammenarbeit mit Tom Clancy in den 90ern entwickelt hat. Es gab da ein Drehbuch, quasi Magnum so 10 Jahre, 20 Jahre später, was wurde aus ihm? Und leider hatte Universal Studios, die hatten das Erstkaufrecht drauf und hatten null Interesse daran, das weiterzumachen. Ich muss aber sagen, dieses Drehbuch, wenn es das irgendwo gibt, ich würde es unglaublich gern mal lesen, weil mich würde sehr interessieren, was ein Tom Clancy aus dem Magnum-Stoff gemacht hätte oder gemacht hat. Das Drehbuch existiert ja. Wir haben ja sonst hier auch viele Sachen bei mancher Serie noch gehabt, wo es dann ja irgendwelche Sonderausgaben noch gab oder der Cast trifft sich noch mal wieder.
Auch so das Thema Merchandise haben wir heute gar nicht gestriffen, weil mir aber auch nicht viel bekannt ist, was es irgendwie von Magnum gab. Ist euch nochmal irgendwas aufgefallen, wo die Serie sonst nochmal Thema war? Eigentlich vergleichsweise wenig. Also man hat Tom Selleck vor wenigen Wochen nochmal sehen können, wenn man Friends begeistert war, wie das ja viele sicherlich auch so Hörer waren. Und zwar ist er aufgetreten in dieser Friends-Reunion, weil er ja eine mehrere Folgen umfassende Gastrolle in der Friends-Comedy-Serie hatte. Und da habe ich nochmal geguckt, gab es eigentlich bei Friends einfach mal so den Hinweis darauf, also in einer Tom Selleck-Folge irgendwie auf Magnum. Und ich bin da nur auf eine Folge aufmerksam geworden. Die hieß im Original, jetzt muss ich mal gucken, ich habe es mir hier aufgeschrieben, es war eine Folge Staffel 3, Episode 2, Eile mit Weile. Die Folge ist deswegen interessant, da gibt es eine kleine Battle zwischen Joey und zwischen Chandler, und Joey zieht irgendwie alle Klamotten an, die Chandler im Schrank hat. Das ist irgendwie eine sehr legendäre Szene, die haben sie auch in dieses Reunion-Special nochmal gepackt. Und das war aber eine Folge, das geht so, dass Ross da wohl irgendwie eine Rede halten soll, ist aber betrunken und er hält diese Rede irgendwie vor Wissenschaftlern und bringt dann irgendwie Magnum-Mensch da irgendwie rein in seine Rede. Da war also ein Bezug von Magnum, und tatsächlich in der Folge hört man dann auch nochmal die Stimme von Tom Selleck, allerdings nicht ihn, man sieht ihn nicht persönlich, das war nämlich gerade der Zeitraum, er war ja mit Monica liiert in seiner Rolle und die hatten da gerade irgendwie Schluss gehabt, und dann war aber noch eine Nachricht von diesen Menschen, den der Tom Selleck da spielt, bei Monica auf dem Anrufbeantworter, und sie war da ganz nervös und so weiter. Also da war zumindest in dieser Folge, wo eben auch Tom Selleck auch mit dabei war, ein kleiner Magnum-Bezug vorhanden. Was ich noch weiß, ist, Tom Selleck hat ja auch eine andere Serie weitergedreht, ich glaube Blue Bloods ist ja so eine sehr bekannte Serie. Und genau, es aktuell, gab auch davor noch eine andere Serie, ich glaube Jesse Stone heißt die. Und da müsste es, glaube ich, auch eine Begegnung mal mit den TC und mit den Rick-Darstellern, glaube ich, sogar gegeben haben aus Magnum, dass man sich da nochmal vor der Kamera trat. Aber Tom Selleck, wie gesagt, man sieht ihn, denke ich, immer noch sehr häufig. Ich fand ihn zum Beispiel auch super. Er hat ja in diesem Remake mitgespielt von Drei Männer und ein Baby. Noch drei Männer, noch ein Baby. Und dann haben sie zu diesem Film auch noch so eine Fortsetzung gemacht, die eben nicht auf dieses französische Original beruht, nämlich Drei Männer und eine kleine Lady. Und interessanterweise da der Regisseur, nämlich war Mr. Spock, Leonard Nimoy, auch wieder ein Haufen klar Faktenwissen, was ich da jetzt euch um die Ohren werfe, aber es ist einfach nur interessant, genau, zu sehen. Und ich mag auch Tom Selleck in seinen ganzen anderen Rollen. Er hat auch mal bei In and Out, so eine Kinokomödie, hat er sogar sich den Bart abrasiert, was man sich gar nicht vorstellen kann für die Rolle, ne? Hat er dann mal gemacht. Also wer mal Tom Selleck ohne Bart sehen kann, ganz tolle Komödie, In and Out, sollte man sich, wenn man will, gerne auf dem Streamer seiner Wahl mal zu Gemüte führen. Ja, abschließend vielleicht, wo du gerade sagst, Streamer der Wahl, also das Original Magnum auf DVD verfügbar, Blu-ray glaube ich zumindest in Deutschland noch nicht. Nee, noch nicht. Aktuell bei keinem Streamer, aber das kann sich schnell ändern, da ist ja immer viel Bewegung im Markt. Ich gehe mal davon aus, früher oder später wird die Lizenz sicherlich bei einem der großen Anbieter dann mal landen. Solange muss man sich mit den DVDs behelfen. Vielen Dank, mir hat das wieder riesigen Spaß gemacht, hier mit euch zusammen zu sprechen. Und ja, danke auch dir, Daniel, hat einen riesen Spaß gemacht, und auch danke an alle fürs Zuhören. Aber vielleicht erzählt uns der Daniel denn jetzt nochmal seiner Meinung nach, wer denn unsere nächste Folge moderiert. Ich würde das jetzt so gestalten, da ich ja weiß, dass Basti, du auch im ein bisschen Vorarbeit schon geleistet hattest und einiges recherchiert hattest, gerade rund um die Synchro-Fassung, wo du auch heute noch mal viel zu erzählt hast, würde ich dir die Krone oder vielleicht besser gesagt die Blumenkette dieses Mal dann an dich weiterreichen, dann kannst du... Das Detroit Kiger Tech App, bitte. Oder so, noch doch. Besser, genau. Ich würde euch und die Zuschauer gerne noch einladen, wenn ihr bis zur nächsten Folge Fernsehkunde Langeweile habt, auch mal bei Rückblende reinzuschauen oder reinzuhören. Da bespreche ich nämlich Filme, da war Flucht von Alcatraz mit Clint Eastwood zum Beispiel dabei. Vielleicht habt ihr da ja auch mal Lust. Und ansonsten hören wir uns hier wieder. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Und jetzt, um euch, um jetzt den Abschied hier etwas zu beschleunigen, habe ich mir noch was ausgedacht. Ich drücke jetzt hier mal auf mein Knöpfchen. Ihr sagt am besten schon mal Tschüss. Und dann drücke ich hier mal drauf. Tschüss, danke fürs Zuhören. Zeus, Apollo! Apollo.
Das war's für heute bei Fernsehkunde. Doch Bastian, Daniel und Markus kommen wieder. Keine Frage. www.fernsehkunde.de Glotze aus, ab nach Haus.